Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Ich hoffe, ihr seid gut gelaunt. Falls ihr nicht gut gelaunt seid, dann seid jetzt gefälligst gut gelaunt. Wir fahren heute die letzte Runde mit unserer E-Klasse, mit dem Mercedes. Dazu habe ich mir was Besonderes ausgedacht, aber mehr dazu erzähle ich euch gleich. Bleibt auf jeden Fall dran, weil nachher könnt ihr noch ein Fahrwerk und einen fucking Turbolader gewinnen. Also lohnt sich auf jeden Fall, das anzuschauen. Ich mache mich jetzt erstmal auf die Socken. Ah. So, meine lieben Freunde, für dieses Video habe ich mir was Besonderes überlegt, weil wir verkaufen ja unseren guten alten Rentner-Benz. Und ich habe diesen Benz selber von einem Kumpel gekauft. Dem Kai ist ein guter Freund von mir. Wir kennen uns von früher durch den Kampfsport und durch die Fotografie. Und der musste ihn damals verkaufen, weil er eben Nachwuchs bekommen hatte. Der Benz hat keinen Isofix und mit einem Kind braucht man natürlich ein bisschen mehr Platz. Und die Frau war eh schon nicht immer so begeistert, wahrscheinlich, wenn sie das Auto tanken dürfte, verständlicherweise. Nach wie vor liebt Kai aber dieses Auto genauso wie ich, weil es macht einfach Bock. Wir wissen das einfach beide zu schätzen, diese Karre. Und da habe ich mir überlegt, hey komm, ich rufe ihn mal an und frage, ob er Bock auf eine kleine Abschiedsrunde in seinem alten Auto hat. Und was will er anderes sagen als ja, er hat Bock und dann hole ich ihn jetzt mal schnell ab und mal gucken, was er dazu sagt oder wie es sich anfühlt, im alten eigenen Auto zu sitzen. Ich glaube, das wird ganz witzig. Oh, warte, richtig. Ich vergesse das immer. Welcher ist denn? Bin ich jetzt blöd? Ah ja, zeig mir erstmal die richtigen Knöpfe, danke. Was geht, wie geht's dir? Gut, servus. Ja, auch gut. Mann, ich wollte mich schon lange bei dir gemeldet haben. Aber im Moment ist wirklich die Hölle los. Ja, glaube ich dir. Bevor wir losfahren, muss ich dir noch was Kleines beichten. Ich habe den Auspuff mal ein bisschen modifiziert. Also hört sich nicht mehr ganz so an wie bei dir. Gott sei Dank. Aber es ist, es ist auch nicht brutal, nur ein bisschen. Also trotzdem eine Schande, dass so viel Hubraum so leise ist. Brutal, wenn der Auspuff original ist, hört man ihn ja gar nicht. Das war halt damals Mercedes. Ja, das stimmt. Das die waren dafür Komfort gemacht? Ich fahre einfach mal los, ja. Oh, schön. Das war das, was mir mal am meisten gestört hat, dass du einen schönen V8 runter hast und du hast davon nichts. Ich habe der KFI lang nachgetrauert. Ich traue tageweise heute noch nach. Jedes Mal, wenn ich in der Karre von meiner Frau unterwegs bin, denke ich mir, hätte ich nur den Benz verkauft. Ja, kann ich verstehen. Er ist vom Unterhalt her halt einfach für einen Zweitwagen, lohnt sich das nicht. Ja, das stimmt. Bei mir ist jetzt zwar der Drittwagen, aber das macht es ja nicht besser. Luxusprobleme. Also, ja, für den, also mein Fünfer, der mit dem Graffiti drauf, hat jetzt das Auto abgelöst, mehr oder weniger, weil der so ungewollt dazu kam. Und deshalb muss der halt auch weg, weil ich brauche kein drittes Fahrzeug, was diese Unterhaltskosten hat. Aber vom Klang ist schon schön, jetzt hört man zumindest. Man hört zumindest ein bisschen was, gell? Man hört, dass das drunter ist, aber ohne, dass es jetzt auch so klepprig, penetrant, ja, genau, billig laut. Also ich wollte jetzt auch nicht, dass es so sich anhört, als hätte er gar keine Abgasanlage drunter. Nur so ein bisschen mehr wäre halt schön gewesen. Du hörst halt einfach den V8. Da muss ich immer so lachen, wenn sie dann irgendwie. Das ist jetzt ganz böse und wahrscheinlich hasst mich halt Deutschland, wenn man das so sagt. Aber wenn du dann irgendwie so die Golf oder die kleinen BMWs hast, die einfach nur leergeräumt dahin klappern, das klingt halt einfach immer noch wie ein kleiner Motor mit dem Auspuffschaden. Und da hörst du halt einfach den Hubraum. Das stimmt, ja. Aber ich werde es auch vermissen. Es ist halt einfach mega komfortabel. Durch den Hubraum fährst du halt gediegen mit 120, sage ich mal, mit humane 10 Liter auf der Autobahn oder 11, wenn man einen leichten Fuß hat. Aber man kann halt auch, wenn von hinten ein GTI kommt, mal durchtappen und 260 fahren. Das habe ich wirklich geliebt, weil nach oben raus auch, ich sag mal, ein 530, alles was Diesel ist, ist meistens irgendwo bei 230, 235 Schluss. Ja. Da geht dann halt nach oben raus die Luft aus. Ja. Und da hast du halt noch diesen kleinen Puffer. Und dann hast du einfach diesen kackalten Opa-Benz, mit dem du davon ziehst. Weil ich noch schön mit dem Wackeldackel hinten drin. Hatte ich ja auch schon einen drin. Der gehört einfach dazu. Der gehört zum Auto dazu, der Wackeldackel. Das Einzige, was nie was geworden ist, ich wollte noch so einen Klorollenüberzieher. Ah, so ein Häkeldeckchen für die Klorolle. Den fand ich auch super geil. Den habe ich mal in Auftrag gegeben. Hab man aber nie gekriegt. Nee, der Wackeldackel muss der auch sein. Der rundet das alles einfach so ab, weil die Karre. Es erfüllt das Klischee. Und die Karre ist so dermaßen unterschätzt. Er ist jetzt kein Supersportwagen, auch wenn du die Zahlen anguckst. Er ist jetzt gut motorisiert, aber er ist kein Supersportwagen.
aber er ist viel mehr, wie die Optik aussagt. Er wurde bei mir abgelöst durch den Familienkombi. Durch den BMW. Ja, genau. War erst ein Audi. Und mit dem war er aber nicht so ganz glücklich. Und gut, war Audi A4 Avant. Der ist halt auch wesentlich kleiner. Und dann hat er auch einen kleinen Motor drin. Hat mich nicht so erfüllt. Das wird auch voll unterschätzt bei dem Fahrzeug. Also eigentlich hat er schon viel Platz. Der Kofferraum ist schon riesig. Ja. Und auch Beinfreiheit für große Menschen. Du bist ja jetzt auch 1,90 oder wie groß bist du? Die Karre 1,85. 1,85, ja, okay. Aber trotzdem, ich habe ja auch schon Leute mitgenommen, die knappe 2 Meter hatten und die haben sich gewundert, wie viel Beinfreiheit man im Auto hat. Von der Breite. Das war dann auf, ich sag mal, der direkte Vergleich ist auch unfair. Audi A4 ist ja eigentlich C-Klasse Größe. Mhm. Und da war ich dann mal mit meiner Frau drin gesessen und gefühlt so, okay, Legebatterie. Und das ist jetzt im 5er auch wieder anders. Das ist halt. Ja, 5er ist dann schon eher ein bisschen mehr Platz. Ja. Aber vom Platz her ist das, glaube ich, immer noch der breiteste, den ich bis jetzt hatte. Wo du wirklich dich so reinflanken kannst, jeder sich so reinflanken kann und den anderen nicht berührt. Du hältst quasi den 1,50 Meter Abstand im Auto ein. Das ist schon toll. Er ist schon ein Schiff. Aber trotz, dass er so ein Schiff ist, mega kleiner Wendekreis und super geil zum Einparken. Ja. Das finde ich bei Mercedes arschgeil, dass du so einen extremen Lenkwinkel hast. Weil für die bedeutet das einfach Komfort, wenn man weniger auf wenige Züge wenden muss oder besser einparken kann. Super. Auf einer normalen Landstraße kannst du in einen Zug wenden. Ja. Das schaffe ich nicht mal mit dem Mini Civic meiner Frau. Das stimmt. Ich weiß noch, mein schwarzer Benz damals, mit dem sind wir ja im Winter viel gefahren, mit dem habe ich es beim Driften fast nie geschafft, mich einzudrehen, weil du halt einlenken kannst bis sonst wohin. Also das ist schon sehr geil. Gerade auch in der Stadt, weil sie immer so schimpfen. Kein Stadtauto. Du brauchst ein bisschen Gefühl für die Größe, aber dann mit dem Wendekreis. Ja, du hast ja auch Parktronic vorne, hinten, also viel kann nicht passieren, außer vielleicht mit dem Kotflügel an einem Betonpfosten hängen zu bleiben. Ja, aber diesen Perlensitz finde ich aber auch. Das ist natürlich so ein Feature, das hatte ich jetzt nie. Ja, ich habe es geschenkt bekommen und dachte mir erst, dass es halt wahrscheinlich mega unbequem ist auf Dauer. Aber ich muss sagen, es geht eigentlich. Es fällt kaum auf. Im Sommer finde ich es sogar ein bisschen angenehm, weil die Kugeln heizen sich nicht so auf. Das heißt, der Sitz ist nicht so extrem warm, wenn du im Sommer drauf sitzt. Das wäre jetzt eigentlich meine nächste Frage gewesen, was das Ding eigentlich für einen Mehrwert haben soll. Einen optischen Grund kann es ja schon nicht haben. Keine Ahnung. Ich glaube, das soll sich am Rücken gut anfühlen. Das heißt ja Massageperlensitz, aber ich fühle es jetzt auch nicht so. Ja. Also inzwischen ist es eher, um das Klischee zu erfüllen, das Rentner-Benz. Aber Rücken, das ist doch genau deine Baustelle. Ja, das stimmt, das aber super. Helfen tut es nicht viel. Also man hört es aber schon gerade von unten raus, wobei ich das sowieso am geilsten finde. Nach oben muss der gar nicht so schreien. Brauche ich gar nicht, aber von unten raus, wenn du anfährst, dieses tiefe Brummen. Das böse Blubbern, naja. Ist schon geil. Das Fahrwerk klappert jetzt halt ein bisschen, weil es langsam mal ein bisschen Liebe braucht. Ja, dafür habe ich ihn geliebt. Einfach mal Ortsschild, mal durchdappen und dann mit dem Rentner-Benz ordentlich davon gezogen. Ich fahre jetzt hier mal schnell ran. Wir machen, glaube ich, mal einen Fahrerwechsel. Oh Gott, ich durfte noch mal fahren. Und tatsächlich, technisch hat er mich nur ein einziges Mal im Stich gelassen und da war eigentlich nicht mal das Auto schuld, sondern nur der Schlüssel, der sich verabschiedet hat. Ist halt blöd, wenn es nicht daheim passiert. Aber ansonsten hat mich das Auto wirklich nie im Stich gelassen. Das stimmt wohl. Einziger Konstruktionsfehler war, ich habe den Schlüssel mal versehentlich beim Einkaufen im Kofferraum liegen gehabt und habe die Klappe zugeschlagen. Und hast nur den Kofferraum aufgesperrt mit Schlüssel, ja. Oder? Ah, alles zugesperrt, ja, das hatte ich auch mal bei einem BMW. In dem Moment, dadurch, dass der auch noch die Luftdruckanlage hat, das war ein Riesenkampf. Das glaube ich. Stimmt, ist alles pneumatisch. Alles pneumatisch. Oh. Der vom ADAC hat gesagt, wenn du irgendwas hast, wo keiner rankommen soll, sperr's hinten in den Kofferraum, da kommst du schier nicht dran. Oh, es ist so schön. Ja, von außen. Wie schön der auch so rotzt oben raus. Das kriegt man von innen gar nicht so mit. Nee, ist übel, oder?
Aber es klingt. Von außen ist es geil. Klingt geil. Ich glaube, ich bin in dem Auto noch nie auf dem Beifahrersitz gesessen. Ja, dann wird's aber Zeit. War deine Sitzposition gerade immer noch gespeichert wie früher? Nee, ich habe jetzt okay. Manuell nur ein bisschen nach hinten gefahren. Ich dachte, das wäre mega witzig gewesen. Ah, das ist so lange her. Jetzt habe ich zwar überhaupt gar keine Ahnung, wo ich bin und wo ich hin muss. Ja, läuft immer der Straße nach. Fahr rein die Richtung weiter. Es ist wirklich nochmal ein ganz anderes Gefühl, weil der einfach auch vom Ganzen, die Kupplung, das alles so ganz smooth. Ja. So komplett der nur schaltet, auf Komfort gemacht. Schaltet auch noch mega weich. Gell? Du kriegst es überhaupt nicht mit. Und dann trittst du aufs Gas und hast das Gefühl, erstmal passiert gar nichts und dann fängt er so ganz gemütlich an, davon zu ziehen. Und selbst wenn es gar nicht so gemütlich ist, schaltet er trotzdem so sanft. Ja, ich werde die Karre auf jeden Fall auch ein bisschen vermissen. Aber ich sag mal so, wie lange habe ich den jetzt gehabt? Ein Jahr? Ja, ungefähr. Bestimmt. Ja. Ungefähr ein Jahr. Sogar ein bisschen mehr. Und ich habe jede Fahrt mega genossen, weil du hockst halt rein, du weißt, alles funktioniert und es ist halt einfach geil. Es ist einfach ein geiles Teil. Er ist jetzt nichts, um irgendwo die Mädels aufzureißen. Ja, das ist vielleicht einfach. Damit kann man vielleicht die Omas heutzutage ein bisschen beeindrucken, weil das war damals in deren Jugend so das Highlight-Auto. Mit dem Sound vielleicht. Direkt beim Fahren fühlt es sich auch anders an, wenn man eine andere Soundkulisse hat. Also dadurch, dass er ein bisschen lauter ist, fühlt sich das gleich viel geiler an zu fahren auch. Du hast ein stärkeres Feedback vom Auto. Mhm. Was ich nur mal finde, auf dem Beifahrersitz finde ich, wirkt die Beschleunigung oft ein bisschen stärker, weil ja. Du es selber nicht in der Hand hast, wie auf dem Fahrersitz selber. Das auf jeden Fall. Du kriegst aber die Geschwindigkeit so gar nicht mehr mit. Das ist auch mega gefährlich bei dem Auto. Ich habe mich mega oft selber dabei erwischt, wie irgendwie 20 km/h über Tempolimit war, weil es einfach gar nicht auffällt. Nö, es ist also einfach alles leise und 200 mit diesem Auto fühlt sich an wie 100 in einem Lupo. So. Okay, ja. Warte, 100 in einem Lupo ist wahrscheinlich viel schlimmer. So. Und er also braucht man, viel länger auf die 100. Ja, man kriegt es einfach gar nicht mit, wenn man 200 fährt. Du machst so ein Tempomat rein, den liebe ich übrigens auch. Ich liebe Hebeltempomat. Ja. Das war am Anfang, war das ein bisschen eine Umstellung, weil hier drüben so gar nichts ist. Also wenn du von einer anderen Marke kommst. Ja stimmt, du hast rechts überhaupt nichts. Nicht mal ein Hebel, Blinker oder Wischer alles, oder irgendwas. Alles links. Das ist am Anfang, finde ich, ein bisschen strange. Aber wenn man sich da dann mal dran gewöhnt hat. Und dann nicht Kickdown. Es ist einfach schön. Schön. Er schaltet zwar gefühlt eine Minute, aber die darf er sich auch nehmen, dass man mal das so ein bisschen verdauen kann, was er die letzten 10 Sekunden produziert hat. Aber da, ich finde, das war am Anfang auch echt eine Umstellung mit der Automatik. Du trittst drauf und dann überlegt er erstmal eine Sekunde, was er jetzt macht und dann geht's erst los. Du kannst während dem Schaltvorgang über den Sprit weinen, den du die letzten 10 Sekunden verblasen hast. Ich weiß auch, warum die nicht wie BMW so eine Nadel unten haben, der dir den aktuellen Spritverbrauch anzeigt. Die wäre wahrscheinlich permanent nicht sichtbar. Die geht bei 10 erst los. Weil die hinterm Tacho verschwindet. Der Durst hat er halt schon echt übel. Ich habe mal geguckt, Werksangabe von Mercedes ist innerorts 18 Liter. Wo ich jetzt eingestellt habe, im Internet stand dran, kombiniert 11,5 Liter, innerorts 16 Liter, außerorts 10 Liter. Oh, ist aber auch schön gerechnet. Nee, also stimmt nicht. Also ich habe Durchschnittsverbrauch eher so 14, 15 Liter. War es bei mir auch. Ja. Also kombiniert war ich immer so bei 14 Liter. Wenn ein bisschen zügiger unterwegs war, es eben auch mal 15. So war ich auch unterwegs. Und gerade jetzt bei den Spritpreisen, es geht ja wieder Richtung 1,60 und höher mit Benzin. Wenn du da dann mal 80 Liter voll tanken darfst, ist allein, so ein Viertelmonatslohn von einem Azubi schon mal weg. Allein 80 Liter voll tanken fand ich schon immer so super pervers. Das ist das einzige Auto, das ich bis jetzt habe, das irgendwie überhaupt so viel Tankvolumen hat. Alle anderen hatten immer so zwischen 50 und 60 Liter. Das ist irgendwie mehr oder minder so der Standard ist. 80 Liter einmal voll tanken. 120 Euro. Ja, zur Kasse bitte.
Der Kickdown, da ist er dann doch noch mal einen Ticken. Einfach ein geiles Fahrzeug. Jetzt kommt er weg. Auf der einen Seite habe ich ihm nachgeheult, auf der anderen Seite habe ich gedacht, okay, ich freue mich dann trotzdem. Es war ja für dich auch so total spontan und unerwartet, wie du an den gekommen bist. Aber da war es trotzdem schön zu wissen, okay, du freust dich damit sicher auch dran, wenn du irgendwie bei 200 nochmal aufs Gas tappst und da geht noch was, da geht noch was, da geht noch was. Ja, ein bisschen werde ich ihm schon auch hinterherreiten, aber es ist einfach zu viel Arbeit, was reingesteckt werden müsste, damit er wieder topfit ist, und zudem brauche ich kein drittes Straßenfahrzeug. Das ist einfach dann auch finanziell Wahnsinn. Ja, absolut. Und ja, aber ja, Wechselkennzeichen halt eine schöne Sache. Allein Steuer bist du ja für den, glaube ich, knapp 500 Euro los. 470, ja. Und das für einen Benziner. Möchtest du den Fahrer jetzt wieder übernehmen? Fahr ruhig noch. Ich kann noch nach Hause fahren nachher. Kommt er heute weg? Nee. Der Dreier, der macht bestimmt auch Spaß. Welcher? Deiner. Welcher? Der Straßendreier. Also der blaue. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist halt komplett anderes Fahrzeug. Die anderen machen schon auch Spaß, aber es bringt halt nichts, wenn der damit nicht, oder bringt nichts, stimmt nicht. Es macht Spaß, aber ist halt nicht alltagstauglich. Ich würde sagen, der blaue ist genau das Gegenteil zu dem Auto hier. Der ist mehr so im Vergleich ein hochgezüchtetes Auto aus einem kleineren Motor, viel Leistung geholt. Der hat jetzt, sage ich mal, nur 70 PS weniger als der hier, aber dafür aus 1,5 Liter weniger Hubraum. Und es ist halt ein viel drehzahlfreudigeres Auto, es funktioniert alles schneller, der liegt auf der Straße wie ein Brett und ist kein Schiff wie das hier. Allerdings ist ein Dreier halt auch klein. Du bist da drin angegürtet, dann zusätzlich noch mit diesen Haargurten, wo sie über die Schulter gehen. Du bist da richtig reingekettet in das Fahrzeug, was aber auch ein geiles Gefühl ist, weil du bist richtig mit dem Auto und so zur Straße verbunden. Du hast ja da auch, finde ich, so vom Untergrund relativ wenig Feedback. Dadurch, dass das alles so total auf Komfort gemacht ist. Ich finde, du hast einfach ein ganz anderes Gefühl für das Fahrzeug, wenn du mehr Feedback dann auch kriegst vom Untergrund, vom wie nah bist du jetzt an der Reifengrenze, da kriegst du da gar nicht so viel mit bei der Karre. Auf jeden Fall, ja. Auch allein die Servolenkung, das ist halt alles so, du hast so eigentlich überhaupt gar keinen Gegenstand. Ich habe noch nie so eine leichte Lenkung gehabt wie in diesem Auto. Nee, aber da ist es halt, du kriegst halt kein Feedback. Du hast überhaupt keine Anstrengung. Das Einzige, was mich da am Anfang ein bisschen gestört hat, dass der halt auch nicht von alleine gut zurückdreht. Mhm. Da ist er halt einfach auch ein bisschen träge. Das stimmt. Durch die Übersetzung. Aber das aber du kannst halt auch so mit einem kleinen Finger einmal komplett von der einen zur anderen Seite kurbeln, das merkt man das gar nicht. Das macht man auch. Auch wenn beim Parken. Wenn ich den immer gefahren bin und dann wieder in meinen Fünfer eingestiegen bin und ich reiße am Lenker so, Alter, ich habe gar keine Servo gefühlt. Das ging mega schwer im Vergleich. Das heißt, jetzt werde ich ihn gar nicht mehr sehen. Vermutlich, ja. Oder verkaufen an jemanden mit einem großen YouTube-Channel. Das wäre auch eine Option. Dann kann man sich zumindest hin und wieder mal angucken. So, meine lieben Freunde, bei mir war jetzt gerade nur leider mein GoPro-Akku leer und ich hatte keinen Ersatz dabei. Kai hatte auf jeden Fall viel Spaß bei der Fahrt, konnte ich feststellen. Wir hatten beide ein breites Grinsen im Gesicht. Also, dann fahren wir mal in die Halle und schauen uns die ganze Fahrwerk- und Turbo-Geschichte mal an. Ein tolles Fahrzeug. Also meine lieben Freunde, wir haben hier ein E36 Gewindefahrwerk, härteverstellbar mit Unibaldomlagern, allem drum und dran. Dasselbe Fahrwerk, wie ich in meinem E30 Drifter fahre. Max Peeding Rods ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob sie mir irgendwas sponsern können. Sie würden gerne Werbung auf meinem Kanal machen, ob ich nicht irgendwas brauchen kann. Und ich habe durch deren Shop geschaut und eigentlich nichts gefunden, was ich für mich brauchen kann aktuell. Aber ich habe mir gedacht, hey, wenn ich schon nichts brauchen kann, vielleicht kann einer von euch was brauchen. Und habe denen gesagt, schickt mir doch einfach mal ein Fahrwerk zu. Ich habe genügend E36 Fahrer in meiner Community, da kann safe einen Fahrwerk brauchen. Nachteil an dem Fahrwerk, muss ich direkt sagen,
Es hat keine Straßenzulassung. Das heißt, im Idealfall benutzt ihr das auf der Rennstrecke. Ich persönlich bin relativ zufrieden mit dem Fahrwerk. Die Vorderachse ist für mich perfekt. Die Hinterachse ist mir ein Ticken zu weich. Ihr müsst im Kopf behalten, das ist ein Low-Budget-Fahrwerk. Das kostet normal, glaube ich, 270 Euro. Also ihr dürft da kein KW-Variante 3 erwarten. Um Gottes Willen, ich schenke euch hier kein super duper mega Performance Fahrwerk, sondern ist einfach eine Low-Budget-Lösung, die ganz gut funktioniert. Wir packen es mal kurz zusammen aus und schauen es nochmal an. Also hier haben wir das gute Stück an Fahrwerk, schöne Gewindefederbeine mit Uniball-Domlagern dabei, hinten Verstellteller und die Federn eben hier nochmal extra mit Dämpfern für hinten. Ein komplettes Fahrwerk eben für den E36. Dasselbe, was wir auch hier drin haben. Zum einen könntet ihr das kostenlos haben und gewinnen, zum anderen haben wir hier aber auch noch einen Turbolader. Fragt mich nicht, warum den Turbolader, sie wollten mir den einfach schicken und ich habe gesagt, okay, vielleicht kann ihn irgendjemand brauchen. Die wollten halt einfach, dass ich einen Turbolader verlos. Und ich meine, warum nicht? Das ist ein Universal-Turbolader für 1,8 Liter bis 3 Liter Motoren. Der passt bei vielen VWs, Audis, Opel, BMW. Oder man kann einfach für einen Turbo-Umbau diesen Lader benutzen. Schauen mal kurz rein. Hier haben wir schon eine Dichtung oben drin. Und hier ist der Brocken an Lader. Boah, der ist ganz schön schwer. Ja, ich kenne mich zwar nicht aus mit Turbos, aber ich habe schon kleinere gesehen. Das hier oben ist, glaube ich, die Teilenummer von Max Speeding Rods. Die wird euch wahrscheinlich nicht viel bringen. Hier haben wir einen T25 Flansch dran. Ich verlinke ihn euch mal in der Beschreibung, dann könnt ihr euch angucken, ob der für euer Fahrzeug passen würde überhaupt. Und dann ist natürlich jetzt noch die Frage, wie könnt ihr diese wie könnt ihr dieses Zeug gewinnen? Ich werde die zwei Sachen an zwei verschiedene Personen verlosen, damit ich halt möglichst viel Leute erreichen kann und halt für jeden was tun, so viel wie halt geht. Ich freue mich eh schon, dass ich euch mal was zurückgeben kann. Um teilzunehmen, müsst ihr einfach nur auf Instagram gehen. Ich habe da ein Bild hochgeladen, blende ich euch hier auch mal ein. Dieses Bild kommentiert ihr am besten, mit welchem von beiden Teilen ihr eher brauchen könntet. Nicht, dass ich dann euch genau das schicke, was ihr nicht brauchen könnt. Und dann werde ich das innerhalb von einer Woche auslosen, wer gewonnen hat. Wichtig ist, dass ihr mir und Max Speeding Rods auf Instagram folgt. Das werde ich dann überprüfen bei der Auslosung. Und ich kontaktiere euch dann auf Instagram, falls ihr gewonnen habt. Ab Upload dieses Videos habt ihr eine Woche Zeit zu kommentieren. Ich wünsche euch viel Erfolg, jedem von euch. Bitte behaltet im Hinterkopf, dass das Fahrwerk keinen TÜV hat, also ihr dürft es nicht legal auf deutschen Straßen fahren. Bei einem Turbo weiß ich nicht, wie das ist, ob man da überhaupt eine Zulassung braucht. Aber ich denke, den kann man auch an vielen Stellen einsetzen, entweder als Ersatzteil oder eben für einen Swap, einen Umbau oder wie auch immer. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen und wir behalten den Mercedes in guter Erinnerung. Zum Schluss gibt es jetzt noch ein bisschen Erleuchtung für euch.